Dad, was ist los? Wo ist Mom? Peter. Und deine Mom. Meine liebe Frau, sie ist fort. Fort? Wieso hat sie uns verlassen? Sie hat sich doch gar nicht verabschiedet. Peter, du hast mich nicht verstanden. Komm, komm bitte, setz dich hierher. Ich muss dir etwas sagen. Deine Mom kommt nie mehr wieder zurück. Sie ist verstorben. Was? Aber wie? Was ist passiert? Das ist jetzt nicht wichtig, Peter. Es geht jetzt um Höheres. Du hast ab jetzt eine Verantwortung. Eine Bürde, die nur der älteste meiner Söhne tragen kann und muss. Bürde? Was ist das? Hat das etwas mit Mom zu tun? Ist es meine Schuld? Still jetzt, ich rede. Du hast die Aufgabe, meinen Platz einzunehmen, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Und du wirst ab sofort Aufgaben erhalten, die du und nur du zu erfüllen hast. Und das ist wichtig, Peter. Es geht hier um alles. Um die Familie, um den Erhalt der Firma und damit auch unser Credo, das damit verbunden ist. Weißt du es noch? Ich... Sag es, das ist wichtig. Immer den Platz an der Sonne sichern. Richtig, Peter. Rund um die Uhr. Und damit du es nicht vergisst, sieh auf unser Logo. Die Sonne mit den 12 Strahlen. Ja, so ist es, mein Junge. Enttäusch mich nicht. Von dir hängt von nun an alles ab. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Du kannst. Und jetzt geh zu deinem Bruder. Ja, Dad. Es tut mir so leid, Junge. Es tut mir so leid. Es ist 07:05 Uhr Bordzeit. Aktueller Status der Sol. Antrieb inaktiv. Fusionsreaktorleistung Standby. Brennstoffzellenenergie 66%, Tendenz fallend. Innenraumtemperatur 22,8 Grad Celsius. Planetarer Standort Erde. Interpolierte Position. Breite 39 Grad 48,57 Minuten Nord, Länge 075 Grad 57,84 Minuten West, New York, Manhattan, Central Park Zoo. Atmosphärenzusammensetzung 19,02% Stickstoff, 25,23% Sauerstoff, 51,60% Kohlenstoffdioxid. Rest unbestimmt. Außentemperatur 91,2 Grad Celsius. Windstärke 9,3. Was denn? Jetzt schon? Guten Morgen, Peter. Es tut mir leid, dass ich dich wecken musste. Wo brennst denn?
Die Schiffssensoren melden eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atemluft. Ursache ist eine Verunreinigung der Luftfiltereinheiten. Luftfiltereinheiten? Richtig, Peter. Um unsere eigenen Luftreserven zu schonen, wird die Atmosphäre von außen angesaugt, gefiltert und dekontaminiert. Die Filter müssen daher regelmäßig gewartet werden. Stimmt. Ich hätte es fast vergessen. Ist alles in Ordnung, Peter? Ja, ich war einfach nur müde. Aber jetzt wird mir wieder alles klar. Das freut mich. Ich befürchtete, dass bei dir durch die Wirkung des Luftgemisches erste Anzeichen von Verwirrung, Halluzinationen oder Desorientierung einsetzen. Ich bin völlig klar. Zumindest erinnere ich mich daran, dass du immer noch die falschen Koordinaten für den Central Park nennst. Diese ergeben sich aus den Funkdaten der verbleibenden GPS-Satelliten, die aufgrund der dicken Wolkendecke ungenau sein können. Da uns keine Zeitangaben geliefert werden... Ist gut. Jetzt sag mir lieber, wie schlimm es mit den Luftfiltereinheiten aussieht, ja? Die Steuerbordseite arbeitet normal. Verschmutzungsgrad liegt bei 21,45%. Tendenz steigend. Aha, okay. Die Backbordseite besitzt einen Verschmutzungsgrad von 83,1%. Aha. Von den 6 Filtereinheiten müssen 4 gereinigt und 2 ersetzt werden. Die komplette Backbordseite wurde bereits deaktiviert. Damit trägt die Steuerbordseite die Hauptlast, wodurch die Verschmutzung beschleunigt wird. Es ist Eile geboten. Okay, in Ordnung. Dann mal ran an die Arbeit. Darf ich dich etwas fragen? Bin ich dir schon wieder zu schweigsam? Es ist meine Aufgabe, darauf zu achten, dass der Pilot dieses Schiffes keine psychischen Erkrankungen durch seine Isolation erfährt. Na, natürlich, aber diese Luftfilterkassetten sind verdammt schwer und da redet es sich nicht so leicht. Es tut mir leid, Peter. Ich werde das berücksichtigen. Endlich draußen, das verdammte Ding. Wie lautet denn nun deine Frage? Oder geht es dir nur um Smalltalk? Auf dem Flug zu unserem Startpunkt hast du meine Originalstimme durch das Stimmmuster von Angus McAllister ersetzt. Ja und? Er ist halt mein Bruder. Stimmt was nicht damit? Keineswegs. Ich wundere mich nur, dass du mich nie mit seinem Namen ansprichst. Hat das einen besonderen Grund? Ich weiß nicht. Ist das denn wichtig für dich? Ich meine, du bist doch der Bordcomputer. Und niemand hat dich bisher Angus genannt. Es ist für mich ein Rätsel, Peter. Ich möchte dein Verhalten verstehen. Natürlich. Und du möchtest eine Lösung. So bin ich programmiert. Also schön. Vielleicht ist es ja das Beste, wenn ich dich von nun an Angus nenne. Okay? Ist das dann in Ordnung? Löst das deine Aufgabe? Es ist zufriedenstellend. Danke. Na also, dann kann ich ja weitermachen. Gibt es einen besonderen Grund, weshalb ich die Stimme deines Bruders bekommen habe? Also, naja, er war auch immer wie ein guter Freund für mich. Er stand mir immer bei, wenn ich ihn brauchte, so wie ich für ihn. Es war nicht immer einfach mit unserem Vater. Ja, ich denke, das war der Grund. Peter? Peter! Ach, Gott sei Dank, dass du so schnell kommen konntest. Tut mir leid, dass ich dich kurz vor deinem Flug mit meinem Kram nerven muss. Ja, komm, mir schon gut. Ich hab halt nur nicht viel Zeit. Michelle hatte bereits einen Tisch bei unserem Italiener bestellt. Hi, Angus. Hallo, Michelle. Ich wollte euch nicht lange aufhalten, Peter. Ich hab da nur ein Problem und ich muss das bis morgen fertig haben. Du kennst ja Dad. Also gut. Wo sind die Unterlagen? Hier im Arbeitszimmer habe ich alles vorbereitet. Schau dir einfach mal den Bericht über die Generatortechnik an. Dann verstehst du, was ich meine. Hey, ich kann dir nichts versprechen. Natürlich nicht. Michelle, möchtest du was trinken? Gern. Im Wohnzimmer? Oh Mann, Angus. Das ist ja das reinste Chaos. Wie willst du das bis morgen schaffen?
Oh, verdammt! Was ist los? Oh, Mist! Oh je. Was ist denn passiert? Peter, kannst du bitte schnell mal ins Wohnzimmer kommen? Überraschung! Oh Mann, Leute! Ihr seid ja verrückt. Dann ist es ja gelungen. Hey Mann, halt die Ohren steif. Alles Gute für morgen, Peter. Oh Peter, danke. Ich drück dir die Daumen. Komm ja heil wieder. Ja. Du schaffst es! Das ist der absolute Wahnsinn! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du das durchziehst. Danke, Freunde. Es ist schön, dass ihr alle hier seid. Das ist wirklich eine große Überraschung. Danke. Genieß deinen Abend. Ich liebe dich, Peter. Und der Italiener? Da können wir immer noch hin, wenn du lieber dort die Nacht verbringen willst, statt mit deiner Ehefrau im Bett. Okay. Hey, Peter! Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Schon gut, Angus. Was gibt es? Ich möchte dir Dr. Gonzales Morena vorstellen. Eine Koryphäe in Sachen der Hirnforschung und neuronaler Netztechnologie. Er ist gerade dabei, ein Gerät zu entwickeln, mit dem man in die Gedankenwelt von Koma-Patienten eintauchen kann. Das ist der absolute Wahnsinn. Guten Tag. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ihr Bruder schwärmt ja geradezu von Ihnen. Vielen Dank. Sie gehören also zu einem von Angus' Projekten? So ist es. Na klar. Es kann nur einen geben, der zu solchen Anlässen immer zu spät kommt. Hi, Dad. Schön, dass du es doch noch einrichten konntest. Oh, du hast aufgeräumt. Das hätte ich nur nicht erwartet. Für Freunde tut man auch alles. Habe ich zumindest mal von dir gelernt. Wo ist Peter? Hier, Dad. Schön, dass du heute Abend auch hier bist. Ich hatte ja wohl kaum eine andere Möglichkeit. Oder hätte ich morgen hier erscheinen sollen? Dad, nicht schon wieder. Peter ist seit Monaten bei den Raumflugprogrammen gewesen, um sich darauf vorzubereiten. Er kennt die Risiken. Ich denke, dein großer Bruder wird wohl manns genug sein, für sich selbst zu sprechen. Hm? Ansonsten wäre er wohl kaum geeignet, eines Tages McAllister Industries zu leiten. Dad, ich diskutiere nicht mehr mit dir darüber. Der Antrieb wurde von unserer Firma getestet und... Und du wirst ihn durchführen. Der erste Mensch in Lichtgeschwindigkeit. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich zulasse, dass dein Bruder die Firma leitet, nur weil du im entscheidenden Moment den Knopf nicht drückst. Wie kommst du darauf? Du irrst dich, Dad. Peter wird den verdammten Knopf drücken, nicht wahr, Freunde? Wenn jemand ihn drückt, dann ist es Peter. Also, alle zusammen. Drück den Knopf. 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 Peter? Was? Oh, was... Was ist? Ich war gerade in Gedanken. Das ist mir aufgefallen, Peter. Geht es dir gut? Ja, alles bestens. Wie sieht es aus? Die Backbordeinheiten funktionieren wieder normal. Das Luftgemisch ist zum ursprünglichen Wert zurückgekehrt. Das war gute Arbeit. Danke. Ich glaube, ich gehe mal rauf zur Brücke und schaue mir die Messdaten an. Das ist eine gute Idee, Peter. Also, was hast du für mich, Angus? Die Messdaten liefern aufgrund der atmosphärischen Störungen und der ungenauen GPS-Daten nur ein uneinheitliches Bild. Oh je, das sieht aber doch recht überschaubar aus. Es konnte nur das Gelände im Umkreis von 354 Yards erschlossen werden. Und was kannst du mir sagen? Nach bestehendem Kartenmaterial ist es möglich, dass dieser Landeplatz dem südlichen Teil des Central Parks in Manhattan, New York, entspricht. Leider stehen im Erfassungsbereich keine markanten Bezugspunkte zur Verfügung, um diese Annahme zu bestätigen. Also, wenn ich mir unsere Daten des Anflugs ansehe, ist doch die Form des Parks hier markant genug, oder nicht? Zumindest von oben betrachtet. Hast du denn eine Theorie, was passiert ist? Aufgrund der Sternen- und Planetenkonstellation in diesem System kann ich bestätigen, dass dieser Planet die Erde ist. Na toll. Ich dachte, das haben wir mittlerweile geklärt. Was noch? Dass ich hier alleine bin? Keiner mehr außer mir am Leben ist? Was noch? Ausgehend vom Zustand des Planeten gäbe es folgende Szenarien, die diesen herbeigeführt haben könnten. Erstens, ein Meteoriteneinschlag. Zweitens,
Eine vollständige tektonische Umwälzung der Erdkruste, die die Gase aus dem Erdinneren freigesetzt und die Atmosphäre kontaminiert hat. Drittens, das Scheitern dieses Experimentes. Was meinst du mit Scheitern? Vor dem Sprung in die Lichtgeschwindigkeit gab es eine Abweichung der Energiezufuhr im Massenkonverter. Es ist möglich, dass dies dazu geführt hat, dass nicht die komplette Masse, die das Schiff bei der Beschleunigung annahm, in den Subraum verlagert wurde. Dies würde auch den hohen Energieverbrauch erklären. Das ist ja schön und gut, aber was heißt das denn jetzt konkret? Das Schiff wurde so schwer, dass ein anderes Objekt angezogen und auf unseren Heimatkurs gelenkt wurde. In dem Zeitpunkt, als die Abbremsung erfolgte, wurde das Objekt weitergeschleudert. Aber das hieß ja, dass... Ja, Peter? Du hast doch gesagt, dass die Abweichung innerhalb der Toleranz sei. Richtig. Aber auch für mich ist dies der erste Flug mit der Sol. Ich habe keinerlei Erfahrungen mit den Auswirkungen dieses Experimentes. Oh mein Gott. Bitte beruhige dich, Peter. Ich werde von nun an immer für dich da sein. Was ist das? Ein Signal? Ich weiß es noch nicht, Peter. Ich versuche, eine Ortung vorzunehmen. Tu das bitte. Es wäre vielleicht ein Lebenszeichen. Bitte, Angus, bitte. Dieses Signal kommt aus süd-südwestlicher Richtung. Okay. Ausgehend von unserer Position, nach Stärke und Ausrichtung, ist es 1,137 Meilen entfernt. Verstanden. Ich gehe zur Luftschleuse. Überwache das Signal und meine Position. Ich muss dir davon abraten, Peter. Es gibt von dieser Region keine ausreichenden Messdaten. Die Umweltbedingungen sind zu gefährlich für eine Außenmission. Ich kann nur einmal den Antrieb starten, um die Hilfe zu leisten. Und für einen zweiten Start... Angus, ich werde mit dir nicht darüber diskutieren. Peter? Bitte antworte mir, Peter. Angus, ich fange erst langsam an zu begreifen, was hier passiert ist. Die Antwort ist dort draußen und ich will sie finden. Dieses Signal ist ein Hoffnungsschimmer. Verstehst du, was ich meine? Natürlich, Peter. Ich bin darauf programmiert, menschliches Verhalten zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Du kompensierst deine Schuldgefühle in die Hoffnung, dort draußen noch Leben zu finden, welches du nun retten willst. Der wahre Angus hätte mich verstanden. Du suchst deine Frau, nicht wahr, Peter? Michelle? Woher weißt du? Peter? Also, was soll es nun sein? Hey, was starrst du mich so an? Bist du so ein perverser Weißer, dem meine Hautfarbe nicht passt? Sorry, ich wollte dich nicht anstarren. Es sind nur deine Augen. Ja, toll. Ich habe Augen. Überrascht dich das? Nein, ich meine ja, also... Du hast so unglaublich schöne, weißt du das? Es tut mir leid, das klingt bescheuert. Tut mir leid. Oh, danke. Aber ich denke, dass du hier bist, um dir ein Menü auszuwählen, oder? Was willst du essen? Burger mit Fritten oder lieber die vegetarische Pizza? Hallo, machen Sie auf. Sie stehen hier nicht alleine. Ich weiß nicht. Was kannst du mir denn empfehlen? Also, für die ganz Unentschlossenen empfehle ich natürlich die vegetarische Pizza. Okay. Offensichtlich können Sie sich ja doch entscheiden. Bravo. Danke. Ich, Ist noch was? Salat gibt's da drüben an der Theke. Kann ich dich wiedersehen? Vielleicht. Vielleicht. Peter? Vielleicht hast du ja recht. Ich muss dir leider mitteilen, dass das Signal nicht mehr empfangen wird. Möglicherweise sind der Sturm und die Strahlungsfelder, die von den Sensoren geortet wurden, die Ursache. Ich rate dir daher, die Suche zu verschieben, bis die Bedingungen besser sind. Ja, in Ordnung. Ich fühle mich auf einmal so müde, Angus. Die Sensordaten deiner Körperfunktion bestätigen, dass du unbedingt eine Pause benötigst. Dann sollte ich mich jetzt ausruhen. Du weißt ja, wo du mich findest. Natürlich, Peter. Schlaf gut.
ist 1425 Uhr Bordzeit. Aktueller Status der Sol. Antrieb inaktiv. Fusionsreaktorleistung standby. Brennstoffzellenenergie 57%, Tendenz fallend. Innenraumtemperatur 22,8 Grad Celsius. Planetarer Standort. Ist gut, ich bin wach. 14.25 Uhr? Habe ich so lange geschlafen? Ja, Peter. Dann wolltest du mich einfach nur so wecken? Ich wollte dich auf die geänderte Wetterlage hinweisen. Die Temperatur ist gestiegen auf 128,1 Grad Celsius. Allerdings hat der Sturm nachgelassen. Die Windstärke beträgt nun 4,8. Für den störungsfreien GPS-Empfang besteht ein Zeitfenster von 5 Stunden und 16 Minuten. Und das Signal? Ich empfange aktuell kein Signal. Aber du weißt doch noch, woher es kam, oder? Ja, Peter. Ich kenne die Position. Angus, ich möchte eine Zielortung von der berechneten Position. Die Navigationsdaten wurden in deinen Raumanzug übertragen. Sehr gut. Ich empfange die GPS-Daten. Die Sendeleistung sieht gut aus. Bitte bleib auf Empfang. Peter? Ja, Angus? Ich muss dir mitteilen, dass durch die hohe Außentemperatur der Energieverbrauch erheblich gestiegen ist. Und was willst du mir damit sagen? Du hast noch 2 Stunden und 28 Minuten Zeit, um wieder zum Schiff zurückzukehren. Danach ist die Energie der Brennstoffzellen auf unter 48% gesunken und reicht nicht mehr aus, um die Startsequenz einzuleiten. Verstehe. Öffne die Schleuse, Angus. Peter? Was ist denn jetzt schon wieder? Mach die verdammte Schleuse auf! Was, wenn du Michelle nicht findest? Was? Und er starrte mich an wie ein Lebkuchenpferd, dem man gerade die Beine abgerissen hatte. Und ich fragte ihn nochmal, wenn sie da gar nicht auftaucht. Der Rummelplatz ist so riesig und du, Peter, bist doch so klein. Und er sagte zu mir, hey, ich bin der große Bruder Angus und Michelle ist wie ein Leuchtfeuer. Ich würde sie finden, selbst wenn dort alle Lampen brennen. Darauf kannst du einen lassen. Ach, Angus. Heute ist dein nun der große Tag. Heute heiratet mein großer Bruder Peter sein Leuchtfeuer Michelle. Und ich kann euch dafür nur eines wünschen. Ewiges Glück auf Erden. Danke, Angus. Ja, danke, Angus. Das war schön. Nun, nachdem Angus seine Redezeit mit Plattitüden verschwendet hat, möchte ich auch ein paar mahnende Worte an meinen Sohn richten. Dad. Ich habe stets versucht, dir Verantwortung beizubringen, Peter. Verantwortung und Rationalität. Ich muss leider erkennen, dass meine Bemühungen gescheitert sind. Aber nun gut, du bist mein Sohn. Als solcher solltest du wissen, dass auch trotz deiner Fehlentscheidungen ich meine Verantwortung nicht vergessen habe. Auch jemand, der nur mit den Emotionen entscheidet und nicht mit dem Verstand, wird einmal mein Erbe antreten. So war es immer und so wird es bleiben. Was willst du mir damit sagen, Dad? Ich will damit sagen, dass ich daran zweifle, dass du im richtigen Moment den verdammten Knopf drücken wirst. Oder wie denken die Gäste hier im Saal darüber? Hm? Wird Peter den verdammten Knopf drücken? Peter? Startsequenz ist eingeleitet. Peter? Was ist? Wir haben keine Zeit mehr. Die Sensoren der Massenkonverter bemerken einen Energieverlust von 1,128% zum Normalwert. Ja, das ist doch innerhalb der Toleranz, oder nicht? Ich muss den Antrieb starten. Energieverlust steigt auf 1,218%.
Ich muss starten. Energieverlust steigt auf 1,821%, Peter. Ich empfehle einen Abbruch, um das Problem zu lösen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Peter? Was? Ist alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Ich bin in der Luftschleuse. Mein Helm habe ich auch. Ja, alles gut. Ich breche nun auf. Wie viel Zeit habe ich noch? 1 Stunde und 47 Minuten, bis die Startsequenz eingeleitet werden muss. Dann öffne jetzt das Schott, Angus. Viel Glück, Peter. Nähere mich der Position, Angus. Hier ist ein großer Hügel mit Schutt. Asche. Ich werde ihn jetzt besteigen. Angus, wie viel Zeit habe ich noch? 57 Minuten, bis die Startsequenz eingeleitet werden muss. Du verlässt in Kürze den Sensorbereich. Ich fürchte, du wirst es nicht rechtzeitig schaffen, Peter. Ich empfehle dir, umzukehren. Ich will erst wissen, was hinter dem Hügel ist. Peter? Peter? Bin gleich da. Nur noch wenige Schritte. Es wäre jetzt besser, umzukehren. Die Zeit wird knapp. Ich hab dir gesagt, ich will erst... Das Signal, es ist wieder da. Ich habe es dir doch gesagt, Angus. Das Signal. Ich empfange kein Signal, Peter. Du musst dich irren. Ich bitte dich darum, zurückzukehren. Nein, Angus. Ich weiß jetzt, dass es da ist. Ich werde sofort... Ich bin hier. Michelle, bist du das? Folge dem Signal. Michelle, wo bist du? Folge dem Signal und du wirst mich finden. Ja. Ich komme zu dir. Folge weiterhin dem Signal. Man erkennt erste Strukturen. Das da auf der linken Seite des Weges müssen die Überreste der St. Patrick-Kathedrale sein.
Die Ruinen werden deutlicher, je weiter ich den Schuttberg hinabsteige. Ich glaube, ich erkenne etwas. Da ist ein Gebäude. Ich erkenne es. Das muss die Bibliothek sein. Natürlich, ich kenne sie doch. Gleich gegenüber ist die Praxis, in der Michelle... Ich muss dahin. Michelle, ich komme zu dir. Ja, es ist die Bibliothek. Unglaublich. Sie ist ja kein bisschen zerstört. Wie kann das sein? Nein, nicht jetzt. Bitte nicht jetzt, verdammt. Ich bin doch schon so weit gekommen, du kannst doch jetzt nicht aufhören. Komm zu mir. Michelle. Du bist es wirklich. Aber wieso trägst du keinen Schutzanzug? Wie kannst du hier überleben? Nimm den Helm ab. Den Helm? Aber... Du brauchst ihn nicht. Sieh mich an. Aber wenn du gar nicht... Ich meine... Vertrau mir. Also gut. Frische Luft. Frische Luft. Wie ist das möglich? Erinnerst du dich an diesen Platz? Ja, natürlich. Hier ist die Nationalbibliothek, aber was soll das alles? Weißt du nicht mehr, was hier passiert ist? Versuche dich zu erinnern. Sieh auf die Straße. Die Stadt? Die Häuser? Menschen? Woher? Was passiert hier, Michelle? Es ist der Tag, an dem wir beide hier ankamen. Dort drüben fährt unser Wagen vor. Das ist die Limousine. Der Chauffeur hat uns gefahren. Du erinnerst dich. Weißt du noch, über was wir uns unterhielten? Wir saßen im Auto. Und du... Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ach, Michelle. Was sollte denn schon schiefgehen, hm? Hey, ich bin zum ersten Mal schwanger. Dafür bin ich dir mehr als dankbar. Aber hast du denn Angst, dass mit dem Baby etwas nicht stimmt? Du bist doch erst am Anfang. Eben. Da kann mehr passieren, als man denkt. Michelle, mach dich nicht verrückt. Du wirst sehen, alles ist gut. Ich danke dir, dass du mitgekommen bist. Das habe ich doch gerne gemacht. Du bist schließlich meine Frau. Und außerdem... Hey, was ist? Ich weiß nicht. Jetzt, wo der Nachwuchs kommt, mache ich mir schon ein wenig Sorgen um den Frieden in der Familie. Findest du nicht, dass du dein Verhältnis zu ihm nochmal überdenken solltest? Du meinst Dad? Ich weiß nicht, was du meinst. Er hat seine klaren Ziele für mich und... Ja, und ich bin nur bedingt in der Lage, ihn zufriedenzustellen. Aber das muss doch nicht so bleiben, oder? Ich sehe auch, wie du darunter leidest. Leiden? Ich leide schon lange nicht mehr. Ich habe es akzeptiert, dass meine Mutter sich wegen ihm umgebracht hat. Ich tue es also weniger für ihn als für mich. Was ist denn damals passiert, das euch auseinandergebracht hat? An dem Tag, an dem meine Mom starb, nahm er mich an die Hand und offenbarte mir, dass die Zeit für mich, ein Kind zu sein, nun vorbei sei. Ich war damals 12. Aber ich kann mich noch glücklich schätzen. Angus hatte es damals schwerer. Wieso? Was ist mit Angus? Ich bin der Ältere. Ich sollte in der Lage sein, die Raumfahrttechnik voranzubringen. Er ist völlig besessen davon. Dabei hat er das selbst kaum geschafft. Ist das nicht etwas engstirnig? Das solltest du ihn besser selbst fragen. Michelle, mein Dad hatte in all den Jahren immer nur ein Ziel. Den besten Platz an der Sonne zu halten. Daher auch das Firmenlogo mit den 12 Strahlen. Er war immer von der Raumfahrt fasziniert und eben darauf hat er die Firma ausgerichtet. Die Satellitenprogramme, die Raumfähren, es gab kein Projekt, in dem McAllister Industries nicht involviert war. Und jetzt
wo die Mars-Missionen geplant werden und er das Zepter langsam abgeben will, ja, da erkennt er, dass weder ich noch mein Bruder diese Projekte weiterverfolgen werden. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm wohl irgendwie klar machen, dass ich seine Wünsche nicht erfüllen kann, wenn die Firma am Leben bleiben soll. Es wird Zeit, dass du mit ihm sprichst. Ich denke, er verdient eine Chance. Meinst du? Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Und er ebenso wenig. Das redest du dir vielleicht auch nur ein. Ich bin mir sicher, dass er dich liebt. Auch wenn er es dir nicht zeigen kann. Das wäre schön, wenn es so wäre. Du musst einfach nur den Mut haben, auf ihn zuzugehen. Sag mal, wieso ist dir das so wichtig, Michelle? Mein Vater hat uns verlassen, als ich noch ein Baby war. Ich habe ihn nie kennengelernt. Meine Mutter fluchte ständig über ihn, wie auch über all die anderen Männer, die sie verließen. Ich möchte einfach nicht, dass unserem Baby das Gleiche passiert, was ich erleben musste. Und was ihr beide seit so vielen Jahren durchmacht. Hey, komm mal her. Ich würde dich doch nie verlassen. Schon gar nicht wegen Dad. Versprichst du es? Natürlich verspreche ich es dir. Ich werde dich nie verlassen. Danke dir. Ich muss jetzt los. Hey, warte. Gib deinem Mann doch wenigstens die Chance, dich zu begleiten, ja? Hast du noch so viel Zeit? Na, die werde ich mir wohl noch nehmen können. Oh nein! Peter? Was ist... Wo bin ich? Wie geht es dir, Peter? Wo bin ich? Du befindest dich in der Luftfilteranlage. Luftfilter? Was mache ich hier? Ich war doch draußen. Ich habe sie gesehen, Angus. Ich habe Michelle gesehen. Nein, das hast du nicht, Peter. Was meinst du damit? Ich habe sie doch gesehen. Nein, Peter. Du warst bewusstlos. Ich war... Leider war der Kohlenstoffdioxidanteil in der Luft zu hoch, sodass du ohnmächtig wurdest, kurz nachdem die letzte gereinigte Einheit eingerastet ist. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das war kein Traum. Hörst du, Angus? Das war kein Traum. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, Peter. Du verdammte Dreckskiste. Ich weiß, was ich gesehen habe. Es tut mir leid, Peter, wenn ich dich enttäuscht habe. Aber du bist erst nach 7 Stunden und 14 Minuten aufgewacht. Die Luftzusammensetzung ist leider noch nicht optimal. Allerdings konnten die gereinigten Filter die Luft erheblich verbessern. Gerade rechtzeitig. Nein, das kann doch nicht sein. Die Energie der Brennstoffzellen ist bis auf 48% aufgebraucht. Dies ist die letzte Gelegenheit, den Fusionsreaktor hochzufahren. Das kann nicht sein. Michelle. Soll ich die Startsequenz einleiten? Das war doch kein Traum. Das war doch real. Ich habe das doch nicht geträumt. Nein. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass du nicht der Richtige dafür bist. Dad? Ich habe schon immer gewusst, dass du mich enttäuschen würdest. Aber ich habe es doch getan. Ich habe die Reise begonnen. Nichts hast du. Sieh dich doch um. Peter? Soll ich die Startsequenz einleiten? Die Startsequenz? Der Startknopf. Ich muss den Startknopf drücken. Es besteht das Risiko, dass während des Fluges das Subraumfeld des Massenkonverters kollabiert. Soll ich die Startsequenz trotzdem einleiten? Das Risiko wäre zu hoch. Ja, da sieht man es wieder. Dass mein Sohn im entscheidenden Moment nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Aber damit würde ich die Erde vernichten. Das weiß ich nicht. Ja, hörst du es? Er weiß es nicht. Aber ich habe es doch gesehen. Oder habe ich es nicht? Machen Sie auf. Peter? Michelle. Michelle, wo bist du? Ich brauche dich.
Hilf mir! Bitte bleib bei mir. Aber wo bist du? Bist du auf dem Schiff? Du hast es mir versprochen, Peter. Ich weiß, aber... Wachen Sie endlich auf! Peter? Na, hörst du sie auf? Drück den verdammten Knopf! Wachen Sie endlich auf! Der Energieabfall befindet sich noch innerhalb der Fehlertoleranz. Es besteht aber ein Risiko, dass... Bitte komm zurück zu mir. Du hast es mir versprochen, Peter. Fehlertoleranz. Risiko. Michelle. Es verbleiben noch 48 Sekunden, um die Startsequenz einzuleiten. Michelle, Englisch. Was soll ich tun? Bleib bei mir. Verlass mich nicht. So, das wohl mal den Konzern. Aus dir wird nie etwas werden. Machen Sie auf, verdammt! Wie lange wollen Sie denn noch warten? Du hast es versprochen. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass du nicht der Richtige bist. Michelle, ich weiß. Du hast es versprochen. Ich will dich nicht enttäuschen. Wie lange wollen Sie denn noch warten? Es tut mir leid. Bleib bei mir. Verlass mich. Ich kann nicht. Machen Sie auf, verdammt. Es verbleiben noch 12 Sekunden, um die Startsequenz anzunehmen. Sie auf, verdammt. Bleib bei mir. Verlass mich. Soll ich die Startsequenz jetzt einleiten? Peter? Peter? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Dad? Dad, bist du das? Ich bin bei dir, mein Junge. Ich bin bei dir, mein Junge. Ich sehe dich nicht. Es ist zu dunkel. Was ist das für ein Ort hier? Das weiß ich auch nicht. Aber ich kann dich sehen. Deine Gedanken. Deine Nähe. Seitdem du zu mir wolltest. Zu dir? Ich verstehe nicht. Ich weiß. Du hast es vergessen. Es vergessen? Nein, ich erinnere mich. Das Schiff. Die Landung auf der Erde. Meine Hochzeit mit Michelle. Mein Unfall. Ich hatte noch ein Gespräch mit Michelle. Sie war da. Dad, sie war da und brachte mich dazu, mich zu erinnern. Nein, Peter. Doch, Dad. Hör mir zu. Ich habe dir selten widersprochen, aber jetzt bin ich mir wirklich sehr... Hör mir zu, Peter. Was? Nicht du hattest den Unfall. Ich hatte ihn. Ich habe zuletzt mit Michelle gesprochen. Du? Hör dir die Unterhaltung doch einmal genau an. So wie sie wirklich war. Was ist denn damals passiert, das euch auseinandergebracht hat? Meine Frau nahm sich das Leben, als Peter 12 Jahre alt war. Sie hatte Krebs im Endstadium. Am Ende konnte und wollte sie nicht mehr so weiterleben. Plötzlich war ich mit den Kindern allein. Mit Peter konnte ich umgehen, aber Angus? Wieso? Was ist mit Angus? Ich versuchte, Angus als den jüngeren Sohn in die hintere Reihe zu stellen. Peter sollte einmal die Aufgabe bekommen, die Firma zu leiten. Ist das nicht etwas engstirnig? Ich hatte damals viel zu verlieren. Ich musste Peter auf seine Aufgabe vorbereiten. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass ich dafür nicht mehr viel Zeit hatte. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich habe wohl vieles zwischen uns kaputt gemacht. Und nun ist er mir beinahe fremd. Es wird Zeit, dass du mit ihm sprichst. Ich denke, er verdient eine Chance. Meinst du? Also ich glaube nicht, dass er sich mir noch nähern wird, nach all dem, was zwischen uns vorgefallen ist. Das redest du dir vielleicht auch nur ein. Ich bin mir sicher, dass er dich liebt, auch wenn er es dir nicht zeigen kann. Ich bin ein alter Mann, Michelle, und er... Du musst einfach nur den Mut haben, auf ihn zuzugehen. Wieso ist dir das so wichtig? Mein Vater hat uns verlassen, als ich noch ein Baby war. Ich habe ihn nie kennengelernt. Meine Mutter fluchte ständig über ihn, wie auch über all die anderen Männer, die sie verließen. Ich möchte einfach nicht, dass unserem Baby das Gleiche passiert, was ich erleben musste. Und was ihr beide seit so vielen Jahren durchmacht. Du bist und bleibst ein Teil unserer Familie. Und das gilt auch für euer Kind. Versprichst du es? Wenn dir das so wichtig ist, verspreche ich es dir, Michelle. Danke dir. Ich muss jetzt los. Warte, gib einem Mann wenigstens die Chance, dich zu begleiten. Hast du noch so viel Zeit? Die werde ich mir doch wohl noch nehmen können. Oh nein. Oh mein Gott, bitte nicht. Du hast tatsächlich mit
ihr gesprochen? Zweifelst du immer noch? Frag dich mal selbst. Bist du mit meiner Limousine jemals freiwillig mitgefahren? Nein, keine 10 Pferde hätten mich... Natürlich. Es fällt mir wieder ein. Wir wollten dich retten. Du warst nach deinem Unfall ins Koma gefallen. Dein Bruder Angus und diese fixe Idee von diesem Professor Morena. Ich hatte ihm damals schon gesagt, dass dieser Kram völlige Zeit- und Geldverschwendung ist. Sei nicht unfair. Ohne ihn wären wir uns sicher nie wieder begegnet. Ohne ihn wärst du nicht in dieser verdammten Welt gefangen, so wie ich. Was meinst du? Du hast meine Hinweise einfach nicht verstanden. Du solltest den verdammten Knopf drücken. Schon bei deinem ersten Anlauf hat dies das Abbruchsignal, doch du hast es nicht verstanden. Immer wieder bist du an den Anfang gelangt, wie in einer endlosen Schleife, ohne dich daran zu erinnern, was vorher geschah. Ich habe dir so viele Hinweise gegeben, doch egal, was ich versuchte, du hast mich nicht verstanden. Aber ich habe den Knopf doch gedrückt. Ich war auf der Erde. Ich weiß, dass du das geglaubt hast. Aber du weißt ja gar nicht mehr, welche Bedeutung er hat. Du hättest einfach nur auf mich hören sollen. Dann wärst du jetzt längst wieder bei Michelle. Ich wollte nicht ohne dich zurück, Dad. Ach, Junge, war es dir so wichtig zu wissen, was mit deiner Mom geschah? Ich habe nie verstanden, warum du uns das verheimlicht hast. All die Jahre dachte ich, dass du mit ihrem Tod irgendwie zu tun hattest. Aber nun... Ich habe mich damit abgefunden, dass du ein sturer Bock bist, Dad. Ich bin nicht wegen Mom gekommen, sondern deinetwegen. Ich fürchte, dafür ist es zu spät, Peter. Ich bin gefangen in meiner Welt. Lediglich du bist hier bei mir. Aber während ich diesen dunklen Raum nicht leben verlassen kann, so hast du zumindest die Chance dazu. Nein, Dad. Ich wollte dich retten. Ich will dich retten. Ach, Peter. Das hast du doch schon längst. Aber du hast ein Versprechen zu erfüllen. Schon wieder der Platz an der Sonne? Ach, Dad. Ich meinte eigentlich Michelle. Du hast dir etwas versprochen, oder? Du wolltest sie nicht allein lassen. Mach nicht den gleichen Fehler, wie ich ihn einmal beging. Nein, Dad. Ich kann dich nicht zurücklassen. Doch, Peter. Du kannst. Und nun sei deinem Kind ein guter Vater und drück den verdammten Knopf. Dad? Dad? Dad! Peter, soll ich die Startsequenz jetzt einleiten? Ja, lass uns starten. Sofort. Antrieb gestartet. Peter. Ja, Angus? Willkommen zurück. Thank you.
solltest dich nicht verleugnen. Mach nicht den gleichen Fehler wie die Reimer-Klinik. Nein, ich kann dich nicht zurückgreifen. Doch, Peter, du kannst. Sei ein Kind, ein guter Mann. Der Song I wurde komponiert von Tim Gönster. I saw you hold me in your big hands, kept me warm. I heard your voice and fixed your smile, felt so warm. I saw you beside me when I grew up, God, you're calm. I heard your love so many years, and time goes by. The time goes by. Finally, I hold your hand to say goodbye. I can hear you. I can see you by my side. I can hear. Your smile felt so warm. My love was with you when you grew up. You made me calm. Was that your voice whispering my ear? Time goes by. The time goes by. Why I have to leave without goodbye. I can hear you. I can see you by my side. I can hear you. And everything seems fine. I can hear. Sie hörten 705. Die Sprecher und ihre Rollen: Sven Matthias, Peter McAllister, Mika Wanner, Michelle McAllister, Michael Gerdes, Angus McAllister, Matthias Ubert, Henry McAllister, Patrick Steiner, Dr. Gonzales Morena, Yannick Gerdes als junger Peter. Des Weiteren Andrea Bannert, Jennifer Bartelt und Jörg Wellbrock als Gäste auf der Party. Sabrina Mayhöfner als Jinglesprecherin. Susanne Faulhaber als Creditssprecherin. Musik Tim Gößler. Der Song I Can See You wurde komponiert von Tim Gößler, Text von Michael Gerdes und gesungen von Tim Gößler.
Geräusche freesound.org. Zusätzliche Geräusche Michael Gerdes. Cover und Artwork Steffen Husky Gray Lorenzen. Skript Michael Gerdes. Lektorat Jacqueline Arlt und Paul Burkhardt. Unterstützung Thomas Kramer und Tim Gößler. Schnitt und Regie Michael Gerdes. 705 ist eine Produktion aus dem Jahr 2015 von hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Dieses Hörspiel, Cover und alle damit verbundenen Grafiken stehen unter der CC-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0.de.